vorher ohne Haare und anschließend mit Haare und die Veränderung dauert nur 2 Stunden? Wie geht sowas? Über 70% aller Männer sind früher oder später von Haarausfall betroffen. Und den einen trifft es vielleicht nicht ganz so schlimm, der hat vielleicht nur leichte Geheimratsecken. Andere trifft es wiederum etwas schlimmer und die haben möglicherweise nur noch einen Kranz um den Kopf. Männlicher Haarausfall lässt sich in verschiedene Arten und Ursachen unterteilen, aber in 90% aller Fälle ist der Haarausfall tatsächlich erblich bedingt. Glücklicherweise befinden wir uns aber im 21. Jahrhundert und heutzutage gibt es Wege und Möglichkeiten, solche Probleme zu lösen und über eine davon möchte ich heute sprechen, und zwar das Haarsystem. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was zur Hölle ist denn ein Haarsystem? Ich kannte Haarsysteme bis vor 4 Jahren auch nicht und heute will ich dir die Möglichkeit einfach mal kurz und knackig erklären und zeigen, wie sowas funktioniert. Kurz und knackig, ein Haarsystem besteht aus einer atmungsaktiven, sehr hauchdünnen Folie, in welche hochwertiges Echthaar appliziert wird. Und das gesamte System wird dann mit den haarlosen Stellen auf den Kopf verklebt und schon hat man wieder volles Haar. Ist das wirklich so einfach? Ja, Tatsache. Aber wie läuft das Ganze eigentlich ab? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Im ersten Schritt solltest du erstmal Kontakt mit einem Haarsystemanbieter aufnehmen und ein erstes Beratungsgespräch durchführen. Einer dieser Haarsystemanbieter ist OC Hair Systems, die übrigens auch dieses Video gesponsert haben. Falls du weitere Informationen zu OC Hair Systems haben möchtest, schau einfach mal in die Infobox rein oder hier oben in den Infocards. Ich habe dir hier auch deren YouTube-Kanal verlinkt. Bei einer kostenlosen Videoberatung kannst du dann mit einem sogenannten Care Manager sprechen und der beantwortet dir dann alle Fragen rund um das Thema Haarsystem. Wenn dieser Care Manager dich dann überzeugt hat und du dann wirklich tatsächlich den Schritt wagst, ein Haarsystem zu benutzen, dann geht es weiter mit einem Termin vor Ort. Und by the way, OC Hair Systems hat tatsächlich auch mehrere Standorte in ganz Deutschland, also einer davon wird sicherlich auch in deiner Nähe sein. Bei einem Termin vor Ort werden dann im ersten Schritt erstmal, je nachdem wie es auch auf deinem Kopf aussieht und je nach Haarsituation, ein Teil der Haare abrasiert, auf dem dann später das Haarsystem verklebt wird. Wie anfänglich erwähnt, der eine hat mehr Ausfall, der andere weniger Haarausfall, aber am Ende des Tages muss schon ein Teil der Haare abrasiert werden, denn ein kahler Teil der Kopfhaut wird halt benötigt, um dementsprechend das Haarsystem vernünftig zu befestigen. Im nächsten Schritt wird dann das hauchdünne Haarsystem auf die vorher bearbeitete kahle Stelle positioniert und verklebt. Und das Schöne an so einem Haarsystem ist, dass es den Anschein erweckt, dass wirklich jedes Haar aus deiner eigenen Haut herauswächst und es sieht wirklich natürlich aus und man kann praktisch gar nicht sehen, ob man ein Haarsystem trägt oder nicht. Nachdem das Haarsystem dann auf deinem Kopf positioniert wurde und verklebt ist, geht es weiter mit dem Zuschneiden der Haare. Grundsätzlich ist es so, dass die Haare des Haarsystems einfach etwas länger gehalten werden, damit der Hairstylist dann auch anschließend genug Material zur Verfügung hat, um dir dann deine Wunschfrisur zu schneiden. Heißt, das Haarsystem wird dann beim Zuschneiden individuell auf deinen Kopf und auf deine Bedürfnisse angepasst. Kommen wir jetzt zum schönsten Teil des Ganzen, und zwar zum Haare stylen. Wenn man nämlich dann wieder volles Haar auf dem Kopf hat, dann freut man sich mega, man kann seine Haare wieder vernünftig stylen und man kann sich vor allem im Anschluss wieder richtig wohlfühlen. Ich persönlich bin kein Haarsystemträger, aber es ist unfassbar wichtig, ehrliche, authentische Erfahrungsberichte sich anzuschauen bei so einem Thema, gerade wenn es um sensible Themen geht, wie zum Beispiel Haarausfall. Und einen davon habe ich euch rausgesucht, und zwar vom Malermeister Andi. Der trägt seit über 1,5 Jahren so ein Haarsystem. Ich verlinke euch seinen Erfahrungsbericht jetzt einfach mal hier oben in den Infocards. Schaut euch diesen Erfahrungsbericht auf jeden Fall mal an. Falls dir jetzt gerade jemand einfällt, der schon seit jungen Jahren mega unter Haarausfall leidet und vielleicht noch so einen kleinen Kranz um den Kopf hat oder so einen großen Hubschrauber-Landeplatz auf dem Hinterkopf und das irgendwie gar nicht cool findet, dann teile einfach mal das Video mit dieser Person. Oder vielleicht bist du auch jemand, der unter Haarausfall leidet und der sich wieder volles Haar wünscht, dann schau einfach mal bei OC Hair Systems vorbei.